wollen wir mal was Lustiges machen. Wir schneiden Streifen, die sind 3 Inch breit. Aus dem Streifen schneiden wir jetzt immer 5,5 Inch. Wir brauchen also ein Inch Lineal. Einmal, dann haben wir noch eins übrig. Hier aus diesem Stoff schneiden wir 3×3 Inch ab. Ich habe den doppelt gelegt, dann haben wir gleich immer 2. Wir falten den 5,5 Strip in der Mitte und legen das Gefaltete von uns weg. Und unten ist das die offene Kante. Hier ist das Doppelte. Jetzt legen wir ein kleines 3×3 Inch Quadrat hier drauf. Damit wir uns nicht vertun, stecken wir hier unten, wo alle offenen Kanten sind, eine Nadel rein. Hier seht ihr es. Hier ist das doppelt gefaltete. Jetzt nähen wir hier lang, aber schön akkurat mit 7 mm oder einem Viertel Inch. Wer überhaupt nicht gut ist mit dem Nähen oder nichts draufkleben will, kann sich hier einen Strich ziehen. Was ich aber jetzt normal nicht mache und näht hier lang. Ich klappe das auseinander, kann man ein bisschen bügeln. Klappt das auseinander. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir eine fliegende Gans. Ist das nicht super? Das machen wir jetzt gleich nochmal, weil es so schön war. 3 Inch, 5,5 Inch, 2 Quadrate. A3×3. Das klappen wir jetzt zusammen, falten das ein bisschen, legen ein Quadrat nach unten, legen das Gefaltete da drauf. Das Doppelte ist jetzt hier und unten sind die offenen Kanten, legen das andere auch wieder hier drüber. Zur Sicherheit nehmen wir eine Nadel, da wissen wir auch, wo wir lang nähen müssen. Wir nähen jetzt an der einen Seite lang. Wir können uns wieder einen Strich ziehen, wenn wir mögen, ist aber wie gesagt nicht nötig. Hier ist unsere Stelle, wo wir lang nähen. Ich zeige es nochmal. Ein Quadrat ist unten, das Gefaltete da drauf. Unten sind die offenen Kanten. Jetzt klappen wir es zusammen und nähen es hier an der Seite. Und jetzt klappen wir es auseinander. Klappen das mittlere auch wieder auseinander. Und haben jetzt eine schöne fliegende Gans, wo hier oben dann der Viertel Inch ist, den wir auch brauchen zum Einnähen. Wenn wir das jetzt einnähen, sehen wir zu, dass alles schön zusammen ist. Wir bügeln das vorher schön, damit wir auch alles erfasst haben. Das können wir jetzt in langen Reihen machen, so viel wie wir möchten. Wenn wir das so einnähen, haben wir eine schöne fliegende Gans. Flying Geese auf Englisch. Das ist dann lose. Bis zur Mitte. Wer möchte, kann das festmachen mit einem Zierstich oder irgendwas drauf machen. Man kann es aber genauso gut so einnähen. Man bügelt es schön und hat was ganz Schnelles. Gut ist, wenn man das alles schön richtig aufeinander legt. Ich zeige es nochmal, dass das hier unten alles eine Linie ist. Also schön gerade hinlegen, das Gefaltete drauflegen. Das andere auch ganz genau drauflegen, dann hier an der Seite nähen. Wenn wir beim Zusammennähen was Schlaues machen wollen, bügeln wir das hier auseinander, dass wir das Gelbe auf der einen Seite haben, hier das Lose, und nähen dann beim Zusammennähen genau über dem Gelben lang. Das bedeutet, dass das kleine Zäckchen dann ganz toll rausguckt und nicht eingenäht ist. Ihr seht es hier, ich kann es noch bügeln. Wie immer beim Zusammennähen kann jeder denken, wie kann ich es noch besser machen, auch wenn das in irgendeiner Beschreibung nicht ist. Und ihr seht jetzt hier, das kommt genau an. Einfach dadurch,
dass wir das hier auseinander gebügelt haben. Und hier sehen, wo wir lang nähen müssen. Das sieht ganz toll aus. Ihr könnt ja verschiedene Farben nehmen, was ihr möchtet. Das hier ist jetzt, wie gesagt, beim Einnähen noch lose. Macht aber gar nichts. Das ist auch schön. Wenn es für ein Babyquilt ist, kann man es festnähen beim Quilten. Sonst kann man es gerne auflassen. Viel Spaß! I dream of you, but you are gone. All reminds me of you. I cannot sleep, only dreams. I hear your words. I cannot stay. No hope for me. Nothing reminds the look in your eyes. Your secret tears. I can never forget. My heart is always yours. I know it's not your fault. The time is not for us. I'm sorry. Whispers in the wind. Call my name and I'll be there. Remember me. I'm sorry. Should I try to hold you back? Ooh.